Hallo zusammen. Na, wie war's? Spannend. Spannend, ja. Nein, war's nicht. War's nicht? Nein. Ja, also, wo Chrissy dann vorbeigekommen ist, haben uns alle gefreut. Was hat sie jetzt für uns zu sagen? Ja, lass mich überraschen, was kommt. So, wie ihr mitbekommen habt, lautet das Wochenmotto Balance. Und ihr habt ja jetzt schon getestet, wie es körperlich um euer Gleichgewichtsgefühl ausschaut. Aber diese Wörter Gleichgewicht und Balance sind ja noch so viel mehr als nur dieses rein Körperliche. Die innere Balance bedeutet auch, dass man mit sich im Reinen ist, dass man sich wohlfühlt. Und um gut zu sein, braucht es eine gute innere Balance. Und deswegen habe ich jemanden eingeladen als Gastcoach, von dem ihr hoffentlich ganz viel mitnehmt, wenn ihr es zulasst. Es ist Miriam Höller. Ich bin Miriam Höller, ehemalige Stuntfrau, Moderatorin und Vortragsrednerin. Ich habe wirklich ein Jahrzehnt meine absolute Passion zu Action, Abenteuer und Risiko gelebt. Ich war auf dem Höhepunkt meiner Karriere, beruflich aber genauso wie privat, und habe dann innerhalb von 6 Wochen alles verloren, für das ich je gekämpft habe. Wenn so schwierige Schicksalsschläge ins Leben kommen, dann stellt man alles in Frage. Sich selbst, das Leben. Ich kam dann an einen Punkt, da war für mich ganz klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt entweder Ja oder ich muss Nein zum Leben sagen. Mein persönliches Lebensmotto ist: Verliere niemals deine Flügel. Das bedeutet, wirklich auf sich zu vertrauen und vor allen Dingen auf diesen Prozess, das ständige Auf und Ab, zu vertrauen. Ich kannte Miriam Höller aus anderen Formaten schon, aus dem Fernsehen, und habe mich mega drauf gefreut. Mein Job als Motivationsrednerin ist in erster Linie, meine Geschichte zu erzählen, um den Menschen zu zeigen, hey, die große Blondine, bei der es immer so aussieht, als würde ihr Erfolg und Glück in den Schoß fallen, hat auch ihre Herausforderungen im Leben. Ich bin für euch hier, weil wir heute über die innere Balance sprechen. Aber bevor ich euch näher kennenlerne, möchte ich euch erstmal ein bisschen mehr von mir erzählen, dass ihr mich kennenlernt und auch versteht, warum ich heute hier bin. Alles, was mit Abenteuer und Action zu tun hat, hat mich immer angetrieben. Und ich habe wirklich davon geträumt, Actionheldin zu sein, also fliegen zu können und außergewöhnliche Kräfte zu haben. Und dann bin ich irgendwann mit 15 Jahren in einen Freizeitpark gegangen und habe Menschen gesehen, die sich von Autos anfahren lassen, die von Kopf bis Fuß brennen, die von Häusern stürzen. Und ich habe gedacht, das ist es, das ist meine Passion. Nach 10 Jahren ist mir dann eine Sache passiert, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich bin gebucht worden für ein Modemagazin und sollte Mode spektakulär vorführen und sollte dabei unter einem Helikopter hängen. Und ich bin diesem Wunsch nachgekommen und immer wieder von diesem Helikopter abgesprungen Richtung Kamera. Und ich bin wirklich 10, 11, 12 Mal abgesprungen und alles ging gut. Und dann ist es aber dieses eine Mal zu viel. Und dieses eine Mal zu viel führte dann dazu, dass ich gestürzt bin und mir beide Füße gebrochen habe. Der Arzt, der mich dann betreut hat, der sagte: Frau Höller, der Fuß ist so kaputt, wir müssen den Fuß versteifen. Und dann habe ich gedacht, das funktioniert ja nicht, das geht ja nicht. Mein Körper ist mein Kapital, damit arbeite ich. Ich muss wieder gehen können. Und der größte Mensch an meiner Seite, der mich unterstützt hat, war mein damaliger Lebensgefährte Hannes. Nur 6 Wochen nach meinem Unfall bekomme ich einen Anruf, dass Hannes mit seinem Helikopter abgestürzt ist und tödlich verunglückt ist. Und in dem Moment habe ich alles verloren, für das ich je in meinem Leben gekämpft habe.
Als sie mir ihre heftige Geschichte erzählt hat, war ich sehr in Schock. Also hat mich halt sehr berührt. Wenn mir sowas passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich so ein Häufchen Elend gewesen und hätte nichts dafür getan. Also es macht total Mut, wenn man hört, wie gut man oder wie gut sie da rausgekommen ist. In der Zeit, als es mir so wahnsinnig schlecht ging, brauchte ich auch Menschen, die mir gezeigt haben, hey, ich habe das auch geschafft, du kannst das auch schaffen. Und in dieser Rolle bin ich jetzt und kann so Menschen mitziehen, die genau das brauchen. Der Prozess der Veränderung und vor allen Dingen den Kampf, den ihr eurem Übergewicht angesagt habt, der bedarf wirklich viel Willenskraft. Ich erzähle euch nur meine Geschichte, weil ich genau diesen Prozess durchgearbeitet und durchlebt habe. Ich glaube, dass er vor allen Dingen diese innere Ruhe braucht. Diese Ruhe, wirklich in sich reinzuhören. Warum bin ich denn so, wie ich bin? Schließ gerne mal deine Augen. Und achte jetzt mal wirklich ganz bewusst auf deinen Atem. Der Sinn einer Meditation ist wirklich, runterzukommen und wirklich sich auch die Zeit zu nehmen, wieder neu zu fokussieren, sich bewusst zu machen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin. Und das geht wirklich nur in der Ruhe. Nimm deinen Körper ganz bewusst wahr. Ich fand ihre Stimme tatsächlich sehr beruhigend. Hör den Wellen zu. Dann auch noch dieses Meeresrauschen. Also, die Atmosphäre, die war einfach auch mega. Und nach und nach hat man sich reingefunden und dann kamen auch Gedanken schon. Und dann musste man probieren, die irgendwie zu sortieren. Mach deine Augen auf. Ich habe einfach den Moment noch genossen, die Ruhe, das Meer, das rauscht und einfach hier zu sein. Diese innere Balance, von der wir die ganze Zeit sprechen, die hat unterschiedliche Facetten. Die Verpflichtungen, die Freizeit, euer Körper und euer Geist. Und der erste Bereich ist das Thema Verpflichtungen. Welche Verpflichtungen nehmen dich negativ in deinem Alltag ein? Nimm mal jeder einen Stein und einen Stift zur Hand. Und eure Aufgabe ist jetzt, diese Verpflichtung aufzuschreiben. Das ist ganz wichtig, dass man das wirklich mal schwarz auf weiß hat, damit man wirklich sich mal bewusst macht, hey, worum geht es eigentlich im Leben? Ich habe mit dem Thema Verpflichtung sofort einen Satz im Kopf gehabt, und zwar, dass ich eher für andere da bin, anstatt für mich selber. Francesca, was ist denn mit dir? Magst du mal mir ein bisschen teilen, was auf deinem Stein steht? Ich hatte aufgeschrieben, mehrere Jobs gleichzeitig zu haben und Ausbildung und das Thema Geld. Ich möchte frei sein, ich möchte von überall arbeiten können und das machen, was ich gerne mache. Aber ich konnte das halt einfach noch nie erreichen. Und das ist halt für mich auch eine Verpflichtung, ne? Weil ohne Geld kannst du nicht leben, nicht überleben. Und das hat mich halt dann auch überfordert. Das ist genau so ein super schönes Beispiel dafür, dass wir ständig in alle Richtungen rennen. Wir haben so viele Optionen. Deswegen machst du genau das Richtige, hier sich zu sortieren und zu ordnen und dann da rauszugehen und die Welt zu erobern. Schön. Danke. Danke fürs Teilen. Danke. Diese Worte, die da Miriam zu mir gesagt hat, fand ich sehr schön und hoffe, dass das mir halt auch in der Zukunft was bringt. Das nächste Thema, was ich anspreche, ist das Thema Freizeit. Vermisst du etwas oder jemanden in deiner freien Zeit? Als erstes habe ich natürlich einen Partner aufgeschrieben. Ich habe
der Vergangenheit viele Probleme damit gehabt. Bisher habe ich es halt nicht geschafft, mir ein Hobby zu suchen, dem ich kontinuierlich nachgehe. Claudia, was steht auf deinem Stein? Bei mir steht, ich hätte gerne einen Partner. Die kleinen Dinge sind halt auch das, was fehlen. Nebeneinander einzuschlafen, nebeneinander aufzuwachen. Und das wünschte ich mir schon sehr. Vielleicht habe ich mich auch immer etwas versteckt, dass ich gedacht, oder ja, eine dicke Frau, Männer stehen nicht auf dicke Frauen. Oder habe es halt auch erfahren. Ich war verheiratet, also wir waren 7 Jahre in einer Beziehung, haben geheiratet und nach einem halben Jahr ist er ausgezogen, weil er gesagt hat, die Gefühle hätten sich verändert, weil ich zugenommen habe. Und dann habe ich später noch mal eine Beziehung gehabt, die hat 4,5 Jahre gedauert und dann war das dann auch wieder das Thema. Da bin ich auch etwas ein gebranntes Kind halt. Man sagt ja die ganze Zeit, ich bin dick und bin irgendwie nur schöner, wenn ich dünn bin. Und eigentlich weiß man, dass das ja Schwachsinn ist. Und wie wird man das los? Das frage ich mich die ganze Zeit. Die Realität schafft ihr selbst. Es gibt kein Perfekt. Der perfekteste Mensch auf dieser Welt existiert nicht. Der wird auch noch gefotoshoppt. Und deswegen, ihr seid perfekt wegen eurer Persönlichkeit. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, was Miriam gesagt hat, weil sie hat so recht. Das war so ein Aha-Moment halt auch einfach.